mache jetzt heute Roomtour, da habt ihr voll lang danach gefragt, denn ich bin jetzt in Australien bis nächstes Jahr Juni und wir haben da jetzt eine mega tolle Wohnung übernommen, auch mit den Möbeln, deswegen nicht wundern, das ist nicht so unser Geschmack, aber es sieht geil aus. Ja, ich zeige euch jetzt mal alles, das war jetzt sehr gutes Timing. Auch nochmal vielen, vielen Dank an Acer. Die haben mir ein mega geiles Setup hier organisiert. Vielen, vielen Dank. Und das werde ich euch auch gleich zeigen. Jetzt geht's hoch. Das kann immer alles ein bisschen dauern, denn wir sind sehr weit oben. Und los geht's. So, und hier ist schon mal die Lobby. Es ist hier so, dass keine Namen irgendwo dran stehen. Man muss unten einen Code eingeben und dann klingelt es erst bei einem Raum. Das finde ich ganz interessant. Da ich im 24. Stock bin, dauert es immer dementsprechend, bis ich unten bin. Deswegen arme Postboten. Und dann gehen wir jetzt mal hoch. Dann seht ihr mal, wie lange diese Fahrt dauert. So, jetzt sind wir da. Und am meisten liebe ich unseren Mülleimer. Da schmeißt man einfach sein Zeug rein, drückt auf den Knopf und alle Sorgen sind weg, Leute. Rein in die gute Stube, Leute. Ja, jetzt sind wir hier. Wir haben einen mega geilen Ausblick, den zeige ich euch aber gleich noch. Ja, wie ihr seht, hier ist der Vorraum, nichts Spektakuläres. Ist noch alles von den Vormietern, da haben wir die Möbel übernommen, also ist noch nicht fertig eingerichtet. Hier seht ihr das Schlafzimmer. Ja, die Wohnung ist sehr funktionell, also ist eigentlich fast wie man es von Japan oder aus japanischen Wohnungen kennt. Das ist alles sehr klein und verschachtelt, aber es gibt sehr viel Stauraum. Das heißt, wir haben ja alles unterbekommen, wir haben sogar immer noch Fächer frei, wo Zeugs rein kann. Deswegen, ich finde es auch mega cool, mir gefällt es hier sehr gut. Und jetzt zeige ich euch mal kurz noch das Bad. Ja, und für alle, die immer noch nicht wissen, warum ich hier in Australien bin, könnt ihr gerne in der Beschreibung mein Video auf dem Drittkanal abchecken. Da erkläre ich das. Das könnt ihr dann einfach dort anschauen. Und jetzt zeige ich euch, was ich gemeint habe mit, dass man alles immer so gut verstauen kann hier. Zum Beispiel hier, wie man es schon hört, ist jetzt zum Beispiel Waschmaschine und Trockner. Ist alles hier, alles schön verstaut. Dann haben wir sogar einen versteckten Kühlschrank, den ich übrigens sehr geil finde, der sehr gut gefüllt ist. Da, 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 da. Ja, das ist die Küche. So, und das ist für mich das Highlight. Wir haben leider heute kein gutes Wetter, aber eigentlich, wenn jetzt irgendwie strahlend blauer Himmel ist, sieht es echt geil aus. Und da hinten sieht man die Stadt. Da waren wir auch schon öfter drin, da werde ich auch noch einen Vlog auf dem Drittkanal machen, also abonniert den gerne. Und ja, ich finde es mega schön hier und ich hätte nie gedacht, dass es mir so gut gefallen kann, in einem Hochhaus zu wohnen, so weit oben. So, jetzt sind wir auf dem Rooftop, hier hat es einen beheizten Pool, Barbecue gibt es hier oft, hinten ist eine Sauna. Jetzt zeige ich euch kurz, hinten sieht man sogar das Meer da. Leute, willkommen im Gamingzimmer. Ich weiß, dass ihr da ganz heiß drauf seid. Ist jetzt natürlich alles noch nicht fertig. Jetzt ist es soweit, Leute. Jetzt kann ich euch endlich meinen neuen Partner vorstellen. Den wartet ihr alle so gespannt. Und ja. Schon fertig. Es ist nicht so, wie es aussieht. Es ist genauso, wie es aussieht. Ha 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 ha. Wir zwei haben eine sehr innige Beziehung. Ich möchte hier nochmal ein ganz großes Dankeschön an Acer sagen. Denn dank Acer wurde mir die Reise nach Australien wirklich sehr erleichtert. Ich habe viel mehr bekommen, als ich eigentlich anfangs gedacht hatte. Ich wurde mit dem Predator Helios 700 ausgestattet, der jetzt brandneu auf dem Markt ist,
mit dem Headset Predator Galea 311, der Predator Cestus 330 Maus und dem Predator Mauspad. Der Predator Helios 700 hat mich von Anfang an umgehauen. Er hat eine extrem gute Leistung und ich kann problemlos Videos schneiden und streamen. Ein extremes Highlight ist die einzigartige verschiebbare Hyperdrift-Tastatur. Dafür wird der Luftstrom maximiert und das System wird dadurch kühl und leise gehalten. Einige von euch wird natürlich die Leistung von Predator Helios 700 interessieren. Er enthält einen Intel Core i9 Prozessor der 9. Generation. Eine Nvidia GeForce RTX 2080 darf natürlich auch nicht fehlen. Auf diesem Rechner könnt ihr Spiele auf jeden Fall im Full HD genießen. Alle weiteren Infos über diesen mega tollen Rechner und natürlich auch den Link zum Rechner findest du in der Beschreibung. So Leute, das war's von der Roomtour. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt auf jeden Fall eure Eindrücke in die Kommentare. Und vielen Dank an Acer für das Sponsoring, für die Unterstützung, dass das alles so spontan noch geklappt hat. Das hat mir wirklich den Trip nach Australien wirklich sehr erleichtert. Alle Infos findet ihr unten in der Beschreibung. Checkt es auf jeden Fall ab. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann sage ich immer Ade mit E. Maschi.